Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir wollten jetzt eigentlich auf Buck. Auf den da hinten. Aber ich glaube, das wird gar nicht so einfach. So geht's natürlich auch, ein nach dem anderen. Ich habe den Decken aggro gemacht. Okay, komm. Risiko. Das war jetzt nicht dein Ernst, oder Bakarash? Okay, versuchen wir mal in einer anderen Perspektive durch die Gegend zu schlagen. Komm rein. Tja, Bakarash. Dämonenhorn, bisschen Geld, Mana-Trank. Kann man sich mal geben lassen. Ich frage mich aber, was das mit dem Stab auf sich hat. Wo ist der jetzt überhaupt? Der dürfte ja hier. Schattenzepter? Oder ist der bei Mal. Ist der im An. Cool. Ich hab da Schattenzepter. Okay, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Okay, dann legen wir uns das mal. Ja, wo legen wir uns das hin? Wir haben keinen Spot mehr frei. Legen wir es mal auf die 2, die brauchen wir gerade erstmal nicht. Du bist kein Gegner für mich. Bin ich nicht? Dann komm mal ran hier. Bleib stehen, Mara! Aber ich bin ja kein Gegner für dich. Dammt tot. Sprach her. So, jetzt können wir uns ganz entspannt hier ans Plündern machen. Da liegt ein Crush Waddock. Nochmal ein Krieger. Ja, hier liegt unsere Leiche und seine Streitaxt. Da ist der Anstein von Berek. Und seine Leiche, beziehungsweise ja, die Streitaxt. Die ist zwar hart. Und gibt uns Bonustalent große Waffen 3, aber das bringt uns nichts, wenn wir 3 nicht selber gelernt haben. Wir können zwar die Waffe anlegen, aber es bringt uns nichts. Wenn wir die Streitaxt anlegen. Ich glaube, es bringt ein bisschen Bonus auf Schaden. Mehr, aber auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, geh mal rein. Warte. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht zu viele raus. Da. Da.
Na gut. Kommt raus. Hey Jungs, das ist unfair. Einer nach dem anderen. Aber naja, von Untoten erwarten wir mal kein Ehrengefühl. Ja. So. Ich bräuchte Zauber, irgendwas Brutales. Naja, jetzt wäre so ein Blitzbeschwörung. Obwohl, Böses vernichten. Haben wir sowas? Tiere rufen. Schrecken vergessen, Seelenwanderung Licht. Böses vernichten. Wenn es denn trifft, ist es tödlich für Untote. Instant Enthauptung. Steckt den scheiß Bogen weg. Ob es so clever war, jetzt reinzugehen, kämpfend, darüber lässt sich streiten. Das Gute ist, Untote bzw. Skelette lassen sich nicht umsnacken, wie Orks oder Menschen. Okay. Seinen Schlachtball nehme ich aber mit. Es ist jetzt nicht gerade das kräftigste, aber es gibt ein bisschen Geld. Genauso die Streitäxte der Barbaren. So. Ja, gut. Gehen wir mal weiter suchen. Wir müssen noch was erledigen. Kisten. Haben wir hier so viel ich sehe keine. Dann gehen wir mal weiter. Ah, die Bogenschützen werden mich jetzt gleich anpissen. Kurz was trinken, Jungs. Keine Sorge, wir kämpfen gleich weiter. Was willst du eigentlich gar nicht tun, Skelett? Da, da. Es werden ziemlich viele Schwerter gezogen. Hier gibt's eine Kiste, oder? Ja, da hinten. Ja. Oh. Ah. Ich entschuldige mich für einen kurzen Moment. Ich muss was trinken. Das ist das Problem an großen Waffen. Sie sind langsamer. So, jetzt aber.
alte Truhe. Ein Trank der Jagd. Cool. Da liegt hier bestimmt ein Jäger. So, wo ist der Sockel? So. Hohen Sockel. Jetzt haben wir. Da kennen wir schon. Geht doch. So, plus 3 Jagdgeschick. Nordmarer Nebelgeist, geil. Guter Schnaps. Ist das auf jeden Fall. Nochmal plus 2 Jagdgeschick. Gut, gehen wir weiter. Wir haben noch 4 Jagdgräber vor uns. Vor Akashas Grab fürchte ich mich. Moment. Achso, das war bestimmt ein Skelett-Bogenschütze. Ja, dann nehmen wir die Pfeile halt mit. Ich meine, was wir haben, haben wir. Okay, gehen wir weiter Richtung Süden. Ja, da runterspringen ist vielleicht ein bisschen unpraktisch. Sliden wir den Berg entlang. Zack. So. Dann gehen wir mal wieder runter. Feuerclan, Hammerclan. Ist da lang. Ich zieh mal lieber die Armbrust. Oder wisst ihr was? Wir gehen mit dem Stab. Das sieht so lustig aus. Wo müssen jetzt eigentlich lang? Da lang. Genau. Nee, wir bleiben schon beim Schwert. Und suchen uns die anderen Gräber. Wir laufen in die falsche Richtung. Da müssen wir lang. Später gehen wir noch zum Wolfsclan. Da haben wir noch was vergessen. Eine Quest. Eine kurze. Da liegen ein Haufen. Da brauchen wir nicht unbedingt da lang. Erstmal. Da kommen wir später bestimmt noch hin. Wir sind zu weit südlich für den weißen Hetzer. Okay, wenn wir jetzt in die Richtung laufen, kommen wir eigentlich zum Grab. Mhm. Hier ist eine alte Jagdhütte, hier sind Vollbisons. Ah, ich weiß, was das für eine Jagdhütte ist. Wir müssen trotzdem da runter wieder in dieses Richtung da, ohne den Berg runter zu sliden. Ripper, wir sind zu weit, wir müssen da lang. Entweder unten oder oben. Höher. Aber ich schätze mal, wir müssen höher. Da oben ist unwahrscheinlich. Das ist ja nicht mehr im Berg. Ach, das ist doch da, die Hütte, ja klar. Da ist nichts zu holen. Ja, die haben wir schon geholt. Ohne abstürzen. Ist vielleicht unpraktisch. Das ist die Hütte von dem Schmied. Wir müssen da hoch. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind da oben, müssen wir hin. Gut. Und dann gehen wir doch da mal hoch. Ich würde meinen ganz hoch. Erstmal haben wir hier
Rachgar und da ist Peter. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Zeig mir dein... El Bastardo. Wir wollen uns nur seine ganzen Schmiedematerialien hier. Hier. Goldausgleich tauschen. Dankeschön. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Kurth schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Gut, wir haben den Ahnenstein. Dann gehen wir runter zu den Ahnen. Wird Zeit, dass wir den Ahnen zeigen, wie man Schläge verteilt. Und hier kriegen wir gleich auch noch einen anständigen Gegenstand, den wir auch für später ja nicht unbedingt brauchen. Er ist nicht Quest wichtig, aber es ist designtechnisch. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne hier. Ahnenjagd. Ich muss mal geschwind in die Ecke da, Männer. Ich muss mir schwind einen Schluck gönnen. Finde ich nett von dir, dass du aufgehört hast zu schießen. Dann überzeuge ich mal schnell deinen Kumpel da noch. Scheiße. Stirb. Dankeschön. Gut. Ich muss schnell meine Flasche aufmachen. Einen Schluck trinken. Aufnehmen. Trocknet mein Hals immer so aus. Okay, ich weiche mal ein bisschen zurück. Mordmacher Nebelgeist, eine echte Spezialität. Okay, ich sollte mich nicht so in die Ecke drängen lassen. Da killen die mich zu schnell. Ihr seht's an meinem Lebensbalken. Jetzt habe ich den falschen Trank getrunken. Egal, trink mal halt noch einen Mana-Trank. Dann probiere ich mal was. Habe ich noch nie gemacht im Let's Play. Erstmal fliehen. Und einen Einhänder ziehen. Ha, so, jetzt komm her, du. Ja. Damit kämpft es sich ein bisschen schneller und wärmer. Einer! Ach ja.
Einer, zu dir komme ich gleich noch. Ich will erstmal deinen kleinen Kumpanen hier noch umlegen. Einer ist echt heftig. Und tot. Jetzt verschwindet zwar das Flammenschwert, aber jetzt kriegen wir Einars Helm. Und die schwerere Truhe knacken wir auch gleich. Ein Paladinschwert, ein ungebrauchtes. Das Palaschwert ist besser als unser Langschwert, trotz allen Verbesserungen. Wenzels Schwert. Ah, ist doch nicht besser als unser Langschwert. Aber es ist fast besser. Wenn wir es schmieden, schärfen, ist es besser. Dann legen wir mal Wenzels Schwert an, als erst. Warum hat der ein Breitschwert angelegt gehabt? Ach so. Palaschwert und Wenzels Schwert. Okay. Spaß beiseite. Wir gehen an den Runensockel, holen uns die Macht. Die Macht. Hm, auf dem Stein steht, hier ruht einer. Darunter ist eine Öffnung. Dort passt. Noch mehr Jagdgeschick. Trank der Ausdauer. Da kriegen wir 4-mal maximales Ausdauerchen mehr. Jetzt haben wir 108 Ausdauer. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, auf Wiedersehen!